Haus und auch der britischen Regierung sicher sein. Als erstes Land hat nun Großbritannien die Lieferung moderner Kampfpanzer an die Ukraine freigegeben. Allerdings in so geringer Stückzahl, dass es militärisch überhaupt keinen Sinn macht. Das einzige Ziel dieses Schachzugs ist ganz offensichtlich, Deutschland unter Druck zu setzen, unter Zugzwang zu setzen. Und auch die USA denken überhaupt nicht daran, etwa ihre modernsten Kampfpanzer an Herrn Zelensky weiterzugeben, drängen aber umso vehementer darauf, dass die deutsche Regierung ihren Widerstand aufgibt und Leopard-Panzer liefert. Auch NATO-General Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gehört ja zur Siegerfraktion und wird nicht müde, immer noch mehr militärische Unterstützung für die Ukraine zu fordern. Wir sind in einer entscheidenden Phase des Krieges, gab er kürzlich in einem Interview mit dem Handelsblatt zum Besten. Und daher ist es wichtig, dass wir die Ukraine mit den Waffen ausstatten, die sie braucht, um zu gewinnen. So paradox es klinge, militärische Unterstützung für die Ukraine sei der schnellste Weg zum Frieden, so Stoltenberg. Und diese obskure Logik wird uns ja derzeit auf allen Kanälen eingetrichtert. Krieg beenden, Panzer senden, dichteten vor kurzem die jungen Liberalen. Ja klar, Panzer bringen Frieden und Waffen retten Menschenleben, wie unsere kreative deutsche Außenministerin kürzlich den Slogan der US-Waffenlobby aufs internationale Terrain übertragen hat. In einer Welt des Orwellschen Neusprech, in der Krieg plötzlich Frieden heißt, mag das alles ja funktionieren. Aber in der realen Welt, da fragt man sich doch nur noch, sind die alle komplett durchgeknallt?